Doch, wieder rasch und gut ankommen. Ich kann schnell wieder umschalten, ich kann schnell wieder voll da sitzen. Es ist wichtig, dass man das kann, denn auch in unserem privaten Leben zu Hause haben wir meistens nicht allzu viel Zeit. Gut, wenn wir da schnell uns einrichten können. Ich schreibe übrigens die Hauptworte hänge ich an, damit man weiß, sich erinnert, wann was. Ist nicht unbedingt genau wörtlich, aber es ist. Es ist die Kontemplation, die als fünftägliche Betrachtungen. Das ist ein wichtiges, da hat eben der Buddha gesagt, die Betrachtungen für jedermann, ob Laie, ob Mönch, ob Buddhist oder nicht, jeder Mensch soll sich darüber mal Gedanken machen. Betrachtungen. Und die erste Betrachtung heißt, wie alles, was lebt, bin auch ich dem Altern unterworfen und kann dem Verfall nicht entgehen. Vielleicht sagt er es nochmal nach. Wie alles, was lebt, bin auch ich dem Altern unterworfen und kann dem Verfall nicht entgehen. Denn Altern ist ja gewöhnlich mit Verfall verbunden. Sind immer die Schönheit verfällt, die einige Fähigkeiten sind weniger, schlechter Sehen, schlechter Hören, kommen schwarze Flecken auf oder was sonst noch, was sein kann. Kommt vieles, was unschön ist, und dann ist die sogenannte Abnutzung, die wir ja kennen, die uns die Mediziner dann sagen, alles ist Verfall. Wie gehe ich damit um? Wie Angst davor? Mich betrifft das nicht. Nein, ich nicht. Dann gibt's nur eins, früher sterben. Mal gucken. Dann vielleicht doch lieber ein bisschen was hinnehmen. Ja. Man kann natürlich sich ganz gut, man soll nur vorbeugen und was tun für seinen Körper, was tun für seinen Geist, natürlich. Ihr seht, ich bin bald 80, mir geht's noch ganz gut, muss ich sagen. Bin auch sehr dankbar dafür, aber die verschiedensten Sachen habe ich, natürlich habe ich das. Ganz klar. Aber damit umzugehen, es gibt Menschen im Alter, die jammern immer, was sie alles nicht mehr können. Kennt ihr vielleicht so jemand? Das konnte ich noch mit 40 oder 50, das konnte ich, so schnell konnte ich da auf die Berge, so schnell konnte ich da blitzschnell in Gedanken fassen und reden und so. Kriege ich nicht mal, vergesse manches, das und das. Und jammern immer darüber, was sie nicht können. Gut, ist ihre Angelegenheit. Sie machen sich und anderen das Leben schwer. So ganz klar. Wenn wir gucken, was kann ich denn alles noch? Mal so herum mal. Ich bin täglich dankbar für das, was ich jetzt noch kann. Woran ich mich jetzt noch freuen kann. Ich kann hören, ich kann sehen, ich kann mich bewegen. Enorm, was man noch kann. Wunderbar. Und ich weiß nicht, wie lange. Und ich richte mich darauf ein. Ich sage, Ursula, wenn du das nicht mehr kannst oder blind werden solltest oder so, das, was du kannst, schätze immer noch. Fang nicht an zu jammern. Nimm das hin. Nimm das hin. Akzeptiere. Lerne jetzt akzeptieren. Nicht erst, wenn du nicht mehr kannst. Dann ist zu schwer. Auf einmal alles. Jetzt kleine Unpässlichkeiten, Schwierigkeiten akzeptieren, Schmerz akzeptieren. Es ist so, dass man dagegen was machen kann, wenn es geht, natürlich. Aber nicht dieses nur dagegen powern. Unsinn. Also jetzt meine Möglichkeiten wahrnehmen. Ich habe viele Möglichkeiten. Und jetzt, ich bin noch jung. Ihr seid jung. Gegen mich seid ihr alle jung. Ja. Eure Möglichkeiten sehen und sie schätzen lernen. Ich habe die Möglichkeiten. Jetzt kann ich was tun damit.
Und da kommt ja der Buddha und ihr kennt vielleicht die Götterboten, wo das Alter kommt. Und es kommt ein alter Mann und der Götterbote, Alter, kommt der Buddha, sagt, hast du diesen Götterboten nicht gesehen? Früher, als du jung warst, dass du einmal alt wirst. Nein, ich war leichtsinnig, ich habe das nicht gesehen, sagt er. Sagt er, und jetzt hast du nicht vorgesorgt. Jetzt hast du nichts gemacht, nichts Heilsames getan. Der Götterbote, andere sehen, die alt sind und schwach oder sonst was, sagt mir, ich muss jetzt was tun für mein Leben. Jetzt meine Kräfte einsetzen. Heilsames tun für mich und andere. Ja? Und ich habe festgestellt, meine Werte, was ich wirklich für wert halte, verliert man im Alter nicht. Also oberflächliche Sachen kann man verlieren. Aber den inneren Wert verliert man nicht, wenn man einen Zugang zu ihm hat. Großer Trost. Der nächste Satz. Wie alles, was lebt, bin auch ich der Krankheit unterworfen und kann der Krankheit nicht entgehen. Das heißt nicht, dass wir ständig krank sein müssten, das sind wir zum Glück nicht, aber dass wir nicht sagen können, ich werde nie krank, das kriege ich nicht. Ich war, als ich jünger war, dachte ich, also verschiedene Krankheiten, Krebs und sowas, kriege ich doch gar nicht, ich lebe doch gesund und so. Und dann sehe ich andere, die auch gesund gelebt haben. Und kriege ich auf einmal, sage ich, Ursula, sei nicht hochmütig. Sei mal ruhig. Du kannst alles kriegen. Alles. Und da ist mir so bewusst geworden, dieses so Glauben, das kriege ich nicht. Das ist ein Unsinn und ist Hochmut. Ich nicht, die anderen dürfen, aber ich nicht. So ist es nicht. Und denn die Krankheit annehmen. Annehmen, wenn sie kommt und schauen, so ist es jetzt, also die Realität, und schauen, was kann ich machen? Natürlich soll ich sehen, ob ich Medizin und Ärzte oder was ich machen kann. Aber trotzdem diese Akzeptanz, jetzt trifft es mich mal. Und wenn ich jetzt so Schmerzen in der Hüfte habe, habe ich jetzt öfter, sind nicht gerade angenehm, und dann sage ich, na Ursula, jetzt hast du es auch mal. So viele haben Hüftleiden schon längst vor mir, 10 Jahre, 20 vor mir. Du bist so gut durchgekommen. No, passiert ja ganz recht, jetzt hast du mal was. Fühlst du, wie das ist? Und dann kriege ich das leichter hin. Naja, das nehme ich dann. Ihr seht ja, ich nehme zwei Walking Sticks, damit es nicht so auffällt. Aber ich gehe damit viel leichter, denn meine Hüfte, wenn ich sonst so runter rauf schnell gehe, merke ich es doch ziemlich. Also nehme ich das. Wunderbar. Und ich freue mich, dass es sowas gibt, so Walking Sticks. Herrlich. Kann man da wunderbar mitgehen. Ne? Also auch da nicht zu viel draus machen. Und dann, wie geht's mir mit anderen, die krank sind? Meide ich das? Habe ich Angst davor, ihnen nahe zu kommen? Mal gucken. Und als dritte Überlegung möchte ich auch ganz gern, dass man, auch wenn man mal krank ist, nicht zu sehr nur auf die Krankheit sich ausrichtet, sondern auf meine gesunden Anteile. Ich habe ja viele gesunde Anteile und die unterstützen, dass die Krankheit mit aufnehmen können. Dass das so wie kräftige Menschen gehen auf einen Berg und einer ist schwach dabei und die anderen nehmen ihn in die Mitte und sagen, komm, wir helfen dir, dass du gut raufkommst. So ungefähr stelle ich mir das vor, bildlich. Die gesunden Anteile wirklich sehen, bewusst wahrnehmen, ja, die können meine Krankheit mittragen, helfen, wenn ich eine habe. Ja. Und die ganze Krankheit erinnert uns an die Unvollkommenheit der Natur. Das Dukkha-Gesetz. Unser Körper ist nicht so vollkommen, wie manche Leute denken. Hat man da eine Macke und dort mal eine Macke und so geht das. Ja. Naja. Unvollkommenheit akzeptieren. Darum geht's.
So wie ich Fehler mache, das ist auch die Unvollkommenheit, muss ich mir auch akzeptieren. So auch die Krankheit, körperlich. Die Fehler sind die Unvollkommenheit meines Geistes. Da mache ich mal Blödsinn. Ne? Und dann habe ich hinterher wahnsinnig Schuldgefühle. Die Schuldgefühle helfen nicht, sagt der Buddha. Die Fehler erkennen und es möglichst nicht wieder machen. Schuldgefühle, sich daran erinnern, ist gut, wenn man wieder kaum dabei ist, wieder denselben Fehler zu machen. Moment mal, brock dir das nicht schon wieder ein. Da wäre das ganz gut. Aber nicht dieses Rumschleppen. Ich habe ein Schuldgefühl und das so, es ist eine fixierte Idee dann nur noch. Schuldgefühle können eine absolut fixierte Idee sein, die eigentlich auch was mit Ego noch zu tun hat. Eigentlich bin ich ja so ein guter Mensch, aber da habe ich mal einen Fehler gemacht eigentlich. Und dann nehme ich das so mit als, ja, mein Schuldgefühl. Lasst es aus, besser machen, das ja. Also da, darum geht's. Krankheit. Das Dritte. Wie alles, was lebt, bin auch ich dem Tod unterworfen und kann dem Tod nicht entgehen. Klare Sache. Aber keine angenehme. Oder? Doch. Manchen ist es ja recht. Der Buddha sagt aber auch, das Begehren nach Leben kann auch manchmal das Begehren nach Tod sein. Eine und die andere Seite. Begehren nach Leben. Ja, er sagt, die beiden Sachen sind nur Pole derselben Sachen. Ja. Mhm. Und da ist es eben, dass ich mir klar werde, ja, ich sterbe. Ich muss einmal sterben. Ich weiß zwar nicht wann und wo und wie, was uns vielleicht diese Schwierigkeit bereitet, nicht? Wir sterben, vielleicht der Tod gar nicht so, aber das Sterben, vielleicht ist das Sterben doch schwierig. Vielleicht kriegt man Schmerzen und ist es auch vielleicht schwierig loszulassen. Man muss ja alles dann loslassen. Alles, was man meint, was mein ist und was man gerne haben hätte, möchte. Ist nun mal so. Aber ich denke immer, stellt euch mal vor, jede Nacht sterben wir doch mal kurz mit unserem Ich, mit unserem Ego. Sonst würden wir nämlich nicht schlafen. Einschlafen heißt immer mal loslassen. Loslassen von seinem Ich. Solange man grübelt und denkt, kann man nicht schlafen. Ganz klar, wisst ihr alle. Also muss man sein Ich mal kurz sterben lassen. In der Nacht. Und morgen, wenn man wieder aufwachen kann, wieder denken, ist es wieder da. Ist doch ganz schön, wenn man das weiß. So geht das. Immer wieder. Vielleicht ist die Wiedergeburt ähnlich. Vielleicht. Ein längerer Schlaf und wieder aufwachen. Zwar nicht mit demselben Körper, geht nicht schlecht, aber vielleicht mit dem Karma, was wir da so als Energie, was diese treibende Energie da ist. Damit kommen wir dann wohl wieder in ein neues Leben. Ja, da wir ja alle wissen, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist und wir nicht genau wissen, wie viel wir noch vor uns haben, können wir nicht wissen, ist es wirklich wichtig, jetzt mache ich was draus. Mit meiner Zeit, die mir bleibt, hört sich so an, kurz an, kann sehr lang sein, kann kurz sein, wir wissen es nicht. Jetzt lebe ich ja noch. Und ich empfehle sehr, dass Leute, die dann nicht wissen, was sie dann nun Wertvolles machen sollen mit dem Rest ihres Lebens, sich mal vorstellen. Man liegt schon auf dem Totenbett. Ich liege da. Morgen ist es aus. Was hätte ich denn gerne noch gemacht? Was wäre denn vielleicht für mich wichtig und wertvoll gewesen? Das ist eine gute Überlegung. Vielleicht komme ich dann drauf, was ich jetzt tun könnte. Das Vierte heißt,
Ja, diese Überlegung mit dem Totenbett braucht man vielleicht ein bisschen länger Zeit. So ganz rucki-zucki geht das auch nicht. Ja. Also das vierte. Wie alles, was lebt, bin auch ich dem Verlust unterworfen und kann dem Verlust nicht entgehen. Ständig verliert man irgendwas. Nicht nur die Haare, die ständig irgendwo wachsen ja meistens wieder. Manchmal auch nicht. Kommt drauf an. Aber irgendwas geht immer weg. Geht immer flöten, wollte ich sagen. Ja. Irgendwas ist immer, müssen wir abgeben. Und wenn wir es nicht abgeben, dann entzieht es sich ganz von alleine. Und dann wird es immer leidvoller. Wenn wir es nicht abgeben wollen, wird es schwieriger. Das ist dann unser Anhaften und die Sache wird schwer. Ob wir jetzt vom Besitz was abgeben, jetzt vom Beruf oder sonst was abgeben müssen, ob wir jetzt in der Familie unsere Kinder abgeben müssen, die groß werden, ob wir unsere Partner abgeben müssen, unsere Eltern, immer ist was da zum Abgeben. Ist ganz klar, loslassen. Das fragt keiner nach. Es ist so. Und da ist die Übung des Loslassens, die wir jetzt immer üben sollten. Kleine Dinge. Muss ich das wirklich haben? Kann ich das nicht freiwillig abgeben? Wenn es mir so entzogen wird, ist es furchtbarer Verlust. Wenn ich aber weiß, das ist so, alles muss mal von mir auch entschwinden. Sich durch die Veränderung schon mal sich ändern, ist ja schon für uns was abgeben. Wir wollen es so behalten, so muss es sein. Und dann ist es anders. Ist auch abgeben. Und wir lernen es, wie der Buddha sagt, durch Dana. Dana ist abgeben lernen, loslassen. Es ist ein Wert. Es ist nicht nur, dass man jetzt so eine Spende für irgendwas so gibt, sondern ist dieses für einen Wert etwas loslassen, etwas geben. Das ist was ganz für euch wertvoll, für den, wer es bekommt, wertvoll, für ein Haus wertvoll, das Dinge macht. Das ist dieser Wert des Loslassens bei mir selber. Das ist was ganz großartig, bis ich das kapiert habe. Ich habe auch immer gedacht, na ja, da gebe ich ja Geld, wir müssen ja auch ein bisschen was verdienen, wir haben ja kein Honorar oder was, oder dem Haus muss ich ja geben, wird ja nicht unterhalten von irgendeiner Religion oder so. Das ist zu wenig. Es ist dieses Wert drin sehen. Wert, wie ich dem Wert gebe, dieser Sache. Das ist es. Das ist was viel mehr. Und das ist schön. Und das gibt mir den Wert auch zurück. Mir selber den Wert. Der Sache und mir selber. Finde ich so wertvoll ist etwas. Und das hat damit zu tun, dieses freiwillige Geben und nicht sich immer nur alles entziehen lassen. Und es ist schwierig. Es ist oft schwierig. Und ob das jetzt, es muss natürlich mit den Möglichkeiten, die man hat. Ganz klar. Nicht? Ob man seine, ihr gebt hier eure Arbeit in das Haus, jeden Tag eine Stunde gearbeitet, ist ein Dana, ist ein Geben, ein Loslassen. Ganz klar. Wir ihm auch Dana geben in Form von Geld oder Mitgliedschaft. Ich wollte nur euch nochmal sagen, was ich nämlich wirklich sehr schön finde, hier dieses Haus braucht ja immer Unterstützung. Ist ganz klar, ein altes Haus braucht immer was. Und wir haben alle vor, die wir so Mitglieder sind schon eine ganze Reihe, dass dann noch angebaut wird und Einzelzimmer, kleine, aber nette Einzelzimmer mit Dusche, WC. Wäre doch eine schöne Sache, nicht? Findet ihr sicher alle. Und wenn man glaubt, dieses Haus könnte einem so eine geistige Heimat werden, wie mir es zum Beispiel geworden ist, ist es eine wunderbare Sache, wenn man Mitglied wird. Dieses Gefühl, ich bin dabei, dieses Haus zu erhalten, von dem aus, so wie eine Quelle, wo es dann in die Welt auch wieder ausströmt. Jeder von euch ist wieder eine weitere Quelle, von der es wieder weiterströmt. Es ist so, hier geht's los, da, und die Wellen weit breiten sich aus. Und wenn man dabei ist, ist wunderbar, weiß man, ja, ich tue was Gutes in der Welt. Denn das, was wir hier machen, ist ja was, das Positive der Welt.
erhalten. Und wenn wir es nicht tun, wie Ayakema sagte, wenn wir nicht weiter auf dem mystischen Weg, nannte sie das, weitergehen, dann geht die Welt zugrunde. Ist interessant. Denn es ist ja so viel Zerstörerisches. Durch Gier, durch Hass, durch Verblendung ist Zerstörung in der Welt. Und wenn wir versuchen, Gier, Hass und Verblendung aufzuheben bei uns selber und so zu leben, sind es immer Räume, die wieder aufbauen, die wieder neue Kraft geben. Und daran denken, das ist was Besonderes. Wir sind dazu auch dann aufgerufen. Ist doch wunderschön. Ist doch ein Lebenswert. Kann man machen. Dazu kann man ruhig lachen. Ich weiß, was Gutes ist. Und jetzt wollen wir auch nicht länger reden, weil wir jetzt zum Essen gehen, was auch was sehr Gutes ist. Bitte? Den fünften Punkt? Ja. Der erste Satz im Karma lautet, ich bin der Erbe oder die... Entschuldigung, das stimmt ja gar nicht. Nein, ist nicht der erste. Der erste Satz heißt... Eigentümer. Genau. Ich bin der Eigentümer oder die Eigentümerin meines Karma. Und das heißt Eigentümer, ich selbst bin diejenige, die mir mein Schicksal oder mein Leben macht. Ich kann keine anderen dafür verantwortlich machen, schuldig machen oder so. Es nützt nichts. Ich mache selbst meine Entscheidungen und dadurch mache ich selbst mein Leben. Das ist das Erste. Selbstverantwortlichkeit. Eigentümer oder Eigentümerin heißt das da, also das ist meine eigene Sache. Meine eigene Sache. Das Zweite heißt, ich bin durch mein Karma geboren. Jetzt geht es um Wiedergeburt. Das ist im Buddhismus so heißt, dass man in diese Welt nur hereingekommen ist, weil man in früheren Leben ein bestimmtes Karma aus unheilsamen und heilsamen Energien angereichert hat und das hat den Impuls gegeben, dass ich in dieses Leben gekommen bin. Ich bin durch mein Karma geboren, heißt der Satz. Sonst wäre ich gar nicht geboren. Wenn ich mich dann schon erlöst wäre, heilig wäre, dann wäre ich nicht mehr geboren. So ist die Sache. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr nicht wiedergeboren werdet. Solange ihr nicht heilig seid, werdet ihr wiedergeboren. Also nicht so ängstlich sein. Hat mich schon mal jemand ganz ängstlich gefragt. Na, werde ich denn nicht wiederkommen? Na, du wirst ganz bestimmt, weil du es willst. Und das Wollen ist es, nicht? Der Wunsch, es zu tun, das ist ja wieder ein Wollen, also wird man auf jeden Fall wiedergeboren. Das Dritte. Ich bin die Erbin oder der Erbe meines Karma. Das heißt, alles, was ich tue, hat eine Wirkung. Ich mache etwas und aus diesem, was ich da, diese Energie, die ich da hinein tue, die wird dann mein Erbe sein. Das kommt auf mich zurück. Das Echo, was ich in den Wald hineinrufe, kommt zu mir zurück. Das, so geht es. Oder Saaternte. Ich sehe etwas, ich kann nur, wenn ich Weizen sehe, dann wird Weizen rauskommen und wird keine Sonnenblumen entstehen. Also das oder was anderes. Nicht? Dass man ganz deutlich weiß, das, was ich da mache, das hat eine Wirkung und eine ganz spezielle Wirkung. Ich bin die Erbin oder der Erbe meines Karma. Ich bin mit meinem Karma eng verknüpft. Das heißt, ich kann flüchten, wohin ich will. Das Karma läuft mit. Gibt's nicht. Man kann nicht ausweichen. Man kann nicht ausweichen körperlich oder ich will es gar nicht haben oder so mit Widerstand. Man kann nur es verändern, indem man anderes Karma macht. Damit kann man es verändern, natürlich. Ich bin mit meinem Karma verknüpft. Ich werde durch mein Karma gestützt.
Und das heißt, wenn ich eine Sache mache, bekomme ich diese Rückmeldung nachher irgendwo wieder. Und wenn ich es öfter mache, wird es verstärkt, baut sich auf. Ich werde also gestützt im Guten, im Heilsamen wie im Unheilsamen. Egal. Meine Entscheidung. Letzte. Was ich jetzt an Karma mache, das gestaltet mein weiteres Leben. Oder, es wird ein bisschen anders gesagt, gestaltet nicht nur auch anderes, was vorher war. Was ich jetzt als Karma mache, dessen Erbin werde ich sein. Wer ist genau? Dessen Erbe werde ich sein. Was ich jetzt als Karma mache, dessen Erbe werde ich sein. Jetzt habe ich es in der Hand. Ich kann nicht Vergangenes richten, das kann ich nur verbessern, kann es nicht ausschalten, das habe ich gemacht. Aber jetzt bin ich dazu aufgerufen, mich klar zu entscheiden, was, wo will ich hin und was mache ich. Und das ist meine Zukunft. Da habe ich freie Hand. Das sind die Karmasätze, nichts mehr. Man kann noch über Karma sprechen und was und so, aber das sind die Karmasätze, die wichtig sind, so Ursache und Wirkung. Saat, Ernte, Echo.